Hallo allerseits und willkommen zum ersten Teil des Bauberichts über den Schneider CA von Hobbyboss im Maßstab 1 zu 35. Der Schneider Panzer war der erste Panzerwagen, den die Franzosen eingesetzt haben im Ersten Weltkrieg. Das war ja eine Entwicklung aus den Jahren 1915, 1916. Zum ersten Einsatz ist dann der Panzer 1917 gelangt und wurde dann auch noch später 1918 verwendet. Obwohl es da auch schon andere Panzermodelle gab, die sich besser bewährt hatten. Also dieses Fahrzeug sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus und so war dann auch ungefähr die Leistung von dem Fahrzeug. Nicht wirklich überragend, schwach gepanzert, schlecht motorisiert, nicht wirklich zuverlässig, schlechte Gelenkgängigkeit, hat dann auch von den Besatzungen den Spitznamen rollendes Krematorium bekommen, weil die Treibstofftanks sehr beschussempfindlich waren und dann das ganze Teil dann mit allem abgefackelt ist. Also ja, nicht wirklich eine schöne Sache. Von mir gibt es ja schon Bauberichte zu allen möglichen Themen, allerdings eben noch nicht zum Ersten Weltkrieg. Und diese Lücke möchte ich jetzt mit diesem Bericht füllen. So, meine Erfahrungen mit Hobbyboss sind eigentlich ziemlich gut. Das sind eigentlich ganz nette Bausätze. Die haben bloß das Problem, dass die an manchen Stellen ein bisschen vereinfacht sind und ich möchte auch im Laufe dieses Bauberichts ein paar Kleinigkeiten an dem Bausatz verbessern. Natürlich soll es dann für das Modell auch ein Diorama geben. Da habe ich hier schon die Figuren dazu. Französische Infanterie 1916, die haben schon die passenden Uniformen, die in den Zeitrahmen da passen. Und die Szene soll dann ja praktisch einen Angriff darstellen, ja, entweder im Niemandsland oder schon ja, am deutschen Schützengraben. Das sollte ziemlich viele Möglichkeiten da geben, mit Schlamm zu arbeiten und vielleicht auch noch ein paar Wassereffekte darzustellen. Da mein Wissen über die französische Panzerwaffe im Ersten Weltkrieg sehr begrenzt war, habe ich mir da auch noch ein Buch besorgt, und zwar von Osprey, French Tanks of World War I. Das ist ein sehr nützliches Heftchen. Da steht eigentlich alles drin, was ich hier für das Projekt wissen wollte. Da hat sie dann zum Beispiel auch herausgestellt, dass hier dieser Bausatz einen späteren Schneiderpanzer repräsentiert mit Zusatzpanzerung. Und ja, das muss man natürlich dann eben wissen, was man da eigentlich vor sich hat. Modellbau ist also nicht immer nur das bloße Zusammenkleben und Bemalen von Plastikteilen, sondern manchmal ist es auch notwendig, sich ein bisschen mit der Materie zu befassen, mit dem geschichtlichen Hintergrund und auch mit so kleineren technischen Aspekten. Und das verbessert, glaube ich, die Qualität von einem Modell schon gewaltig, wenn man da sehen kann, dass derjenige, der das gebaut hat, sich ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Wenn ich so ein Modell baue, lege ich immer ein bisschen Wert drauf, die Gießäste ein bisschen vorzusortieren, denn ja, meine Werkbank ist zwar relativ groß, aber ich möchte einfach nicht, dass hier alles Mögliche rumliegt und mich irgendwie stört. So, in den ersten Bauschritten geht es hier eigentlich nur um das Fahrwerk. Da brauchen wir eigentlich nur drei Gießäste und die lege ich mir hier parat. Und der ganze Rest, der kann hier in die Schachtel wandern und verschwinden, denn der nimmt uns dann einfach keinen Platz mehr weg. Thank you.
dem Panzerfahrzeug ist das Laufwerk schon ziemlich aufwendig und wahrscheinlich auch der Bereich am Modell, der am stärksten detailliert ist. Der Rest vom Fahrzeug ist ja eigentlich auch bloß eine gepanzerte Schachtel. Ja. Hier hat es allerlei ja, Federn und Rädchen und Rollen und weiß ich was alles. Baut sich aber sehr gut, passt gut zusammen. Man muss bloß immer im Blick behalten, dass es ja praktisch das andere Teil ist dann eben spiegelverkehrt, dass man da nichts verwechselt. Die Bauanleitung macht es aber eigentlich ganz gut, da hatte ich keine Probleme. Es ist nur praktisch dieser Hebel, der war falsch benannt in der Bauanleitung. Aber das sieht man eigentlich ganz schnell, wenn man sich die Zeichnung anschaut und das Teil, was man dann da in der Hand hat, dass es eigentlich genau andersrum gehört. Da muss man ein bisschen aufpassen. Unschön war jetzt auch bei diesen Schraubfedern hier. Da war relativ viel Grat dran. Den habe ich mit dem Messer rauskratzt und dann mit ein bisschen Tamiya Extra Thin noch weggeschmolzen. Dann fällt er nicht mehr so auf. Wir werden das später eh stark verschmutzen mit Dreck und Schlamm. Aber trotzdem möchte ich, dass da der Grat auf jeden Fall verschwindet. Da muss man ziemlich sorgfältig arbeiten. Die Bauanleitung schlägt jetzt vor, dass wir als nächstes die Ketten zusammenbauen. Da besteht jedes Kettenglied aus drei Teilen und das wird dann irgendwie zusammengesteckt, also das scheint eine bewegliche Kette zu werden. Das überspringen wir vorläufig und wir kleben auch noch nicht die Antriebsräder an, denn ja, die können auch rotieren ein Stück weit, wie eine Federung im Prinzip. Da brauchen wir aber dann die Kette dafür. Denn da stellen wir dann die Kettenspannung ein. Die haben praktisch ein bisschen Spiel. Und das jetzt schon festzukleben, wäre, glaube ich, eventuell ein Fehler. Weil es dann eben sein kann, dass die Kette dann ein bisschen zu lang oder zu kurz ist. Wir dann aber zum Beispiel nicht mehr viel ändern können. Und wenn wir das bis zum Schluss separat lassen, dann kann man hier praktisch noch ein bisschen was einstellen. Also das lassen wir einzeln. Und die Kette, die bauen wir dann später. Das bedeutet, wir bauen jetzt weiter an dem Oberteil vom Panzer. Bei der Oberwanne gibt es schon mal gleich ein Problem. Und zwar weist uns die Bauanleitung an, diverse Nietköpfe und so weiter abzuschaben, damit wir hier die Treibstofftanks der späten Version unterbringen. Und wenn man das jetzt so macht, wie es in der Bauanleitung steht, dann passt es irgendwie nicht so ganz. Da entstehen irgendwelche Lücken und es sitzt einfach nicht sauber auf. Es hat damit zu tun, die Bauanleitung erwähnt nicht, dass man auch hier diese ja, Teile der Türscharniere abschaben muss. Das habe ich jetzt hier drüben schon mal gemacht und da sitzt es dann einwandfrei.
Hier haben wir wieder ein Beispiel, wo Hobbyboss einiges vereinfacht hat. Hier sehen wir, wird einfach so eine Platte aufgeklebt. Das kommt später aufs Dach vom Panzer. Ist aber eigentlich so, das sieht man hier recht schön, dass es hier so ein Panel ist, was mittels Seilzug aufgestellt werden konnte. Also es hat sich so aufgeklappt. Innen war es dann relativ bunt lackiert. Das war dazu gedacht, um mit der Infanterie zu kommunizieren. Das hätte ich dann natürlich auch gerne am Modell, dass es dann eben aufgerichtet ist. Jetzt sieht man aber hier, müsste man dann die Löcher verspachteln. Und dieser Klappmechanismus, der ist natürlich jetzt hier auch nicht vorhanden. Da ist also etwas Eigeninitiative nötig, das sollte aber hinzubekommen sein. Diese beiden Löcher gilt es zu verschließen. Da möchte ich jetzt keine Spachtelmasse verwenden, weil ich habe hier diverse Nietköpfe und so weiter. Wenn ich da jetzt Spachtelmasse nehme, dann muss ich das auf jeden Fall verschleifen und da ist die Gefahr, dass man hier diverse Details zerstört, doch relativ groß. Deswegen habe ich hier in der Restekiste hier Munition gefunden für eine Pack oder so, die ziemlich schrecklich detailliert ist und wir brauchen da eigentlich auch nur die Spitze. Und wenn man die hier so einklebt, relativ knapp das abschneidet, dann kann man da mit relativ wenig Schleifen das Loch hier zustopfen. Hier dieses Schild, das war wohl zwischen diesen beiden Platten gelagert, soweit ich das zumindest auf den Bildern erkennen konnte, auf irgendeiner drehbaren Welle. Da habe ich mir hier jetzt ein Stück rundes Plastik zurechtgeschnitzt. Das klebe ich dann da ein und kann dann dieses Signalschild aufgerichtet befestigen. In dem Osprey-Buch findet man dann noch eine schöne Zeichnung, wie der Mechanismus sonst noch aufgebaut war. Man sieht hier so einen kleinen Haken an dem Schild, an dem dann ein Seil eingehängt war, das dann hier nach vorne führt. Der Haken ist ein bisschen wie so ein Schweineschwänzchen gekringelt, damit da eben das Seil sich gut einhängen konnte. Und es ist auch zur Seite etwas versetzt. Den Haken habe ich mir selber zurechtgeschnitzt aus einem Teil aus der Restekiste. Dafür hebt man die Teile auch immer auf. Kann ab und zu ziemlich nützlich sein. We'll be right back.
Jetzt müssen wir noch das Zugkabel hier hinzufügen, mit dem der Mechanismus bewegt wurde. Dazu schneide ich mir hier vom Gussrahmen ein Stück ab und schmilzt es mittels Feuerzeug. Wenn man jetzt hier zieht, entstehen so dünne Plastikfäden. Die sind recht nützlich für Antennen oder Kabel, auch für die Spanndrähte bei Doppeldeckerflugzeugen sehr nützlich. Jetzt kann man sich da hier so ein Stück ablenken und das kann man sehr gut mit Kleber verarbeiten. Jetzt, da die Oberwanne fertig zusammengebaut ist, können wir uns mit den Ketten befassen. Ich habe hier schon mal eine Kette hier zusammengebaut. Wie man sieht, die ist beweglich, was prinzipiell eine nette Sache ist, bei dem Modell aber eigentlich relativ sinnlos ist. Wir haben eigentlich keinen besonderen Kettendurchhang. Das Fahrwerk ist eigentlich auch nicht wirklich beweglich. Also das ist eigentlich bisschen eine Verschwendung. Eine normale Einzelgliederkette hätte es da auch getan. Der Zusammenbau von der Kette an sich ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Das Problem ist eher die Versäuberung der Teile, weil doch einiges hier mit Angüssen versehen ist, die an ziemlich blöden Stellen sitzen. Also ja, das ist eigentlich das wirklich Zeitaufwendige hier. Man muss auch aufpassen, dass man keine Teile verliert. Hier sind unsere Ersatzteile, also drei Kettenglieder kann man eigentlich versemmeln und wenn es mehr sein sollte, hat man Pech gehabt. Jetzt machen wir uns mal an die Arbeit. Der Zusammenbau von solchen Ketten macht mir persönlich überhaupt keinen Spaß, ist in diesem Fall aber leider eine Notwendigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Modellbauer das der absolute Horror ist und viele nicht wirklich Interesse haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Ist eigentlich schade, weil der Bausatz von Hobbyboss hier ansonsten eigentlich ziemlich schön ist, aber die Ketten, ja, sind leider etwas arbeitsintensiv. Ich werde jetzt die Ketten aufziehen und auch gleich festkleben, damit da auch nichts mehr auseinanderfällt. Die sind doch recht brüchig. Das wird abgesehen von der Bemalung auch später alles vereinfachen. Da, sage ich mal,
Die Bemalung stehe ich dann auch noch durch. So. Jetzt sitzt natürlich die Kette ein bisschen locker, aber dadurch, dass wir das Treibrad hier hinten noch separat gelassen haben, können wir jetzt die Spannung super einstellen. Jetzt können wir alle Komponenten zusammenfügen und auch die letzten Teile anbauen und damit wäre dann der Rohbau auch schon beendet. Hier an der Seite vom Fahrzeug sollen dann auch noch so Abschleppbalken hin, aber die Teile sind nicht wirklich schön, die haben null Holzstruktur, sehen einfach aus wie ein hässliches Stück Plastik. Nicht alle Fahrzeuge hatten diese Balken dran, deswegen werde ich die weglassen und die Löcher zustopfen, wie wir das auch schon hier am Dach gemacht haben, mit einem Plastikteil. Man könnte auch mit Foto-Edge-Teilen und so das selber neu aufbauen, die Halterung, und dann vielleicht aus einem echten Stück Holz den Balken einfügen. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine weitere Sache, die ein bisschen stört, ist hier hinten, da bleibt so ein Loch einfach offen. In der Bauanleitung wird das auch überhaupt nicht erwähnt, was man damit tun soll. Es gibt da kein Teil, das da reinkommt. Ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass ich hier schon das Abgasrohr eingebaut habe, das blockiert das Ganze ein bisschen. Aber ich komme da, glaube ich, schon noch dazwischen und werde das auch mit Plastik zustopfen.
Damit wäre der Rohbau von unserem Schneiderpanzer abgeschlossen. Wie ihr sehen konntet, der Bau an sich ist nicht wirklich problematisch. Es passt alles sehr gut zusammen. Das einzige Problem sind eigentlich die Ketten, die machen nicht wirklich Spaß, sehen aber dann, wenn man sie beisammen hat, eigentlich sehr schön aus. Ein paar kleinere Detailschwächen hat das Modell, aber die sind leicht zu beheben. Das habe ich euch auch gezeigt in dem Video. Besonders interessant ist eben hier dieses Signalschild. Im Bausatz ist jetzt auch nur ein Teil übergeblieben. Das ist hier so eine runde Scheibe. Das soll die Glaslinse sein für den Scheinwerfer hier vorne. Das ist ein bisschen schrottig, finde ich. Das baue ich nicht ein. Da werde ich dann, nachdem das lackiert und gealtert ist, selber das irgendwie mit einem transparenten Gel auffüllen, um da eben das Glas zu imitieren. Dieses Osprey-Buch hat mir sehr gute Dienste geleistet, vor allem wo es darum ging, eben gewisse Ungenauigkeiten vom Bausatz zu beseitigen. Das war wirklich eine gute Quelle. Im nächsten Teil vom Baubericht werden wir uns dann mit den Figuren beschäftigen, dass wir die zusammenbauen und bemalen, und dann werden wir uns wieder um den Panzer kümmern und den lackieren und altern. So, das wäre es auch wieder für den ersten Teil dieses Bauberichts. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.